Ich grüße in dem Namen Jesus Christus. Ich will die Verse lesen aus Filippa Kapitel 4, 21-23. Grüßet alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Hause. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Aus Paulus und diese Gläubigen denken, die du versammelt wären, die auf diesem Brief nicht schreiben, die du an denken, wie sie diesen Brief hören wollen, dann grüßt er jeder Heilige in Christus Jesus. Er schickt Grüße du Herrn von den Brüdern, die bei ihm sind. Und hier redet er von diesem Kaiser sein Haus. Und wir sind diese Glieder von dem Haus von den Nero, die hier erwähnt wurden. Wir sind dort einige von den Soldaten, die bestimmt werden, den Apostel Paulus durch Bewirken der Sinnen Deins, dann gerat worden, oder wir sind das Gloven, oder frie Loten, die im Palast arbeiten dürfen. Oder können das sich auch an einige Glieder von der römischen Regierungsmenschen handeln. Wir können das nicht so klar mit Sicherheit wieder sein, doch habe ich hier eine wunderschöne Wahrheit. Dort Christen so aus einem Span ihren Weg in den Palaste von den Königen fingen dürfen. Sprich dadurch 28. Das Evangelium kennt keine Grenzen. Das kann der ganz dickste Weg durchdringen, was der anmählich schien zu sein. Da kann sich selbst in der Mad, wo Menschen sich im Kopf gesagt haben, alles vorzunehmen, zu vernichten und auszulöschen, da geht das Evangelium wieder. Jo, sogar der Dere von der Hall sagt, dass die Pforten der Hölle wurden das Wort Gottes in der Gemeinde Christi niemals gewinnen. Und nun schlägt Paulus mit dem von diesem Gruß. Er sagt, genug, so fängt er immer an, so wird er auch schlitten hier. Und er wies damit, sein Hort ist voll dieser Freude, und das haben wir auch gemüllt. Das Hort von Paulus schält Eva für das Thema, für diese Gemeinde in Philippi, für alle Tiden. Er wünscht an genug Gottes, der unserem Herrn Jesus Christus. Und du bist das nicht erstaunlich, dass diese wertvolle Wahrheit auch sein ganzes Wesen durchdringen dort von dem Apostel Paulus. Das wunderbare Mann, der hat diesen lebtollsten Brief geschrieben, diesen Liebesdienst wie nicht zu eng, der Dach wie nicht vorbei, der Hund von dem Apostel wie immer nach vor sich geht, der Soldat wird am bewirken dort, der wie nach Christus einmal. Doch du wen, oder wen am, brücke sich keiner nicht am Sorge merken. Der Jesus von Paulus ist frei, hei wir frei. Sein Verstand wird ganz klar und sein Hort wird froh. Am nächsten Sommerin soll Epaphroditus losgehen mit diesem Brief nach Philippi. Und so jubelt Paulus sein Hort. Und das soll uns auch ein mitmerkender Gedanken sein. Lass die Weltraum uns schaffen, was sie schaffen werden. Deuben ans Bernen weit wie, der Dach kommt, Jesus wird kommen. Und er wird die ganze düstere dämonische Macht, alles, was da rum ist, der wird er alle zu sich schaffen. Und wir waren voll mit Armstunden und voller Herrlichkeit, jubeln, wo wir übrigen, in eine Dankbarkeit. Und weil wir dort hier erleben, so gut es wir kennen, damit wir Jesus verherrlichen können. Weil wir noch beten. Herr Jesus, danke für diesen Brief, den wir dürfen durchnehmen. Danke für diese wunderbare, mutmerkende Gedanken, was Paulus wiedergeben darf, was dein Wort von dir auch zu uns ist. Halb uns in eine dankbare Anstellung zu leben, treu zu warten, aber ab dem Tag, wo du wirst kommen. Du bist der Sieger, über der Hall, über den Tod, über alles, und wir dürfen in die und mit dir auch Sieger sein. Dankeschön dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.